Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Impuls. Ich habe das Vergnügen, ich habe die Ehre, Silke von Dijk vorzustellen. Sie ist Professorin für politische Soziologie am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und ihre Arbeitsgebiete sind neben der politischen Soziologie, Sozialpolitik, die Soziologie des Wohlfahrtsstaats, sehr verbunden mit Demografieforschung und der Soziologie des Alterns und noch viele, einige andere Schwerpunkte. Und Silke von Dijk spricht über die aktuellen Konfliktlinien innerhalb der Linken und einer falschen, sehr bewusst gesagten falschen Entgegensetzung von Klassenfrage und Identitätspolitik. Also wo wir vielleicht im vorherigen Vortrag so die Frage nach der Verbindung haben wir hier vielleicht eher so den Fokus auf das Entzweiende gelegt und verhoffen uns auch hier, wie bei dem ersten Vortrag auch natürlich, eine spannende und anregende und auch sich erhitzende Diskussion. Und es dient natürlich als theoretische Rahmung für den zweiten Tag und für die Orientierung daran, dann für die weiteren Bildungsprozesse, die wir dann in den Fokus nehmen. Und ich freue mich auf deinen Vortrag. Bitteschön. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung und die nette Vorstellung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Und tatsächlich ist es jetzt so ein bisschen, gerade ging es ja eher um die verbindenden Linien. Ich spreche jetzt über die Konfliktlinien, nämlich die Frage, was verhindert vielleicht aktuell, dass sich solche verbindenden Linien zeigen, und würde da auch vielleicht etwas anders ansetzen als Gregor. Du hast eben gesagt, uns sind sozusagen die Gegner abhanden gekommen, und das würde ich ganz anders sehen. Ich würde sagen, wir haben die relativ komplexe Situation, dass wir einerseits auf so einer systemischen Ebene quasi es mit einem autoritären Neoliberalismus zu tun haben, das ist auch schon länger so, aber dass wir es zugleich mit einer zunehmend autoritären Rechten zu tun haben, von der ich auch glaube, dass sie mehr ist als nur das Zeichen des Absterbens sozusagen des Konservatismus und der Marginalisierung rechter Positionen. Ich glaube schon, dass hier sich etwas qualitativ Neues entwickelt, auch wenn du natürlich recht hast, dass Teile der Position früher auch in der CDU zu finden waren, aber ich denke, das bekommt auch gerade in seiner völkischen Ausrichtung doch nochmal eine andere Zuspitzung, auch in der Breite, die wir in den verschiedenen Ländern erleben. Ich glaube tatsächlich, dass sich gerade in Anbetracht dieser komplexen Konstellation, das Erstarken sozusagen der autoritären Rechten im Kontext eines autoritären Neoliberalismus, neue Konfliktlinien innerhalb der Linken zeigen, also dass sozusagen dieser doppelte Gegner gerade nicht dazu führt, dass sich verbindende Linien zeigen, sondern dass vielleicht alte und auch lange latente Konflikte eher wieder stärker aufbrechen. Ich glaube, es gibt grundsätzlich ein bisschen sowas wie eine Überforderung damit, dass jetzt irgendwie die neoliberale Hegemoniekrise von rechts aufgegriffen wird. Wir beobachten auch ja eine Situation, finde ich, wenn wir uns den Front National angucken, das ist eine ganz klar nationalsoziale Politik. Also wir haben in dem Punkt, finde ich, immer auch nochmal eine wichtige Heterogenität innerhalb der Rechten von eher neoliberalen, liberalen rechten Kräften und Kräften, die auf ein nationalsoziales Projekt setzen. Björn Höcke steht für den Flügel innerhalb der AfD, der das sehr, sehr stark anstrebt, im Sinne sozusagen auch so klassischer NPD-Traditionen, sozusagen Solidarität und Gerechtigkeit für Deutsche, also sozusagen eine rassistische, exklusive Form von nationalsozialer Politik. Worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass ich denke, dass wir zunehmend beobachten, dass es Konflikte und Spaltungslinien innerhalb der Linken, und wenn ich jetzt innerhalb der Linken meine, sowohl innerhalb der linken Partei als auch, würde ich sagen, in den linken akademischen Debatten als auch in Bewegungskontexten, eine Kontroverse, die auch im Neuen Deutschland stark ausgefochten worden ist, nämlich die Frage, wie analysieren wir eigentlich die aktuelle Situation und was sind die richtigen Antworten? Und das ist hier brechen Konflikte auf, und das findet sich ja auch in meinem Titel, nämlich so eine neue Entgegensetzung plötzlich von Klassenpolitik und Identitätspolitik. Ich würde sagen, in dem Zusammenhang eben viel schon mal das mit den Haupt- und Widersprüchen. Ich würde sagen, wir beobachten in der Linken in nicht
geringen Teilen eine Rückkehr des Hauptwiderspruchsdenkens. Ich werde darüber sprechen. Und wir haben eine Konfliktlinie, die Linke auch immer begleitet hat, nämlich sozusagen eine eher nationale versus eine eher kosmopolitische Orientierung, die nie komplett geklärt war und die in neuer Weise aufbricht. Und bevor ich jetzt über die aktuellen Konstellationen spreche, vielleicht ganz kurz nur an der Stelle so zwei Blicke zurück. Da kann ich auch gut an Sachen anschließen, die Gregor schon gesagt hat. Klar gibt es eine ganz lange Linie, dass wir einerseits sozusagen die Geschichte der Arbeiterbewegung und der sozialen Kämpfe um Ausbeutung haben und dann natürlich sozusagen mit den neuen sozialen Bewegungen werden Themen aufgegriffen, die durchaus, und das kam ja eben auch schon zur Sprache, in der Arbeiterinnenbewegung eine Rolle gespielt hat, ist sozusagen auch es gab auch eine Clara Zetkin und es gab eben auch eine Rosa Luxemburg, aber es war natürlich so, dass mit den neuen sozialen Bewegungen nochmal andere Fragen reingekommen sind, die Fragen der Diskriminierung, die Fragen nach, wer ist denn hier eigentlich das revolutionäre Subjekt und warum ist es immer zufällig weiß und männlich, die Frage sozusagen nach vermeintlich universalen Positionen, die am Ende doch aber in der Regel eine weiß und männlich markierte war. So in der theoretischen Diskussion ist das eine Unterscheidung so dieser der Bewegung mit unterschiedlichen Kritikpositionen kennen vielleicht einige von euch und Ihnen, Luc Boltronsky und Yves Chiapello, die dann so von Sozialkritik und Künstlerkritik gesprochen haben. Also Sozialkritik, eine Kritik, die sich die sich gegen Ausbeutung und für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Die Künstlerkritik eher eine Entfremdungskritik, eine Kritik, die sich gegen die Normierung und Vereinheitlichung der fordistischen Massengesellschaft mit ihren Exklusivitäten gerichtet hat. Diese Differenzierung ist immer auch zu Recht kritisiert worden, ist auch gefragt worden. Eine feministische Kritik hatte oft und häufig genau beides, ne? Also eine Sozialkritik, aber auch eine Entfremdungskritik. Aber es zeigt trotzdem zwei Stränge in der Linken auf, die gerade in den vergangenen Jahrzehnten eine große Rolle gespielt haben. Und es ist auch nicht falsch zu sagen, dass mit dem Erstarken der neuen sozialen Bewegungen, der Umweltbewegungen, der feministischen Bewegungen und so weiter, Klassenperspektiven in Teilen der Linken tatsächlich eine Zeit lang in den Hintergrund getreten sind. In dem Zusammenhang hat es auch immer so Analysen Stränge gegeben, Boltronsky und Chiapello sind ein Beispiel dafür, aber auch Nancy Fraser, die gezeigt haben, wie diese Formen von Entfremdungs- und Antidiskriminierungspolitik im Neoliberalismus, und auch das hast du ja angesprochen, ganz gut eingemeindet werden konnten und es plötzlich sozusagen so ein Gender-Mainstreaming- Multikulturalismus, Neoliberalismus, also eine partielle Kooptierung von Bewegungsanliegen in ein neoliberales Projekt gab. Zugleich, und ich werde da nachher nochmal drauf zurückkommen, finde ich immer, muss man hier ein bisschen vorsichtig sein, denn es hat natürlich immer auch einen marxistischen Feminismus, einen kritischen Feminismus und nicht nur einen liberalen Feminismus. Auch heute muss man sagen, eine Black Lives Matter Bewegung ist eben etwas anderes als ein liberaler Multikulturalismus. Also man muss sehr stark aufpassen, was hier immer alles, wem und was alles eine Komplizenschaft mit dem Neoliberalismus unterstellt wird. Und trotzdem ist es natürlich spannend, sich historisch anzugucken, wie hier auch Kämpfe kooptiert worden sind. Ich würde sagen, das ist der eine Strang in der Linken, den wir mitführen in die aktuelle Diskussion. Das andere ist die Frage, wenn wir uns die soziale Frage angucken, wann ist sie national und wann ist sie kosmopolitisch gestellt worden? Und das spielt natürlich auch immer eine Rolle, wir haben eben über die Gewerkschaftsbewegungen gesprochen, dass gerade die Referenzfolie, wenn es heute darum geht, was der Neoliberalismus anrichtet, wenn es heute darum geht, was Prekarität für die Menschen bedeutet, dass doch sehr häufig in der Debatte leben wir in einer Abstiegsgesellschaft, wie Oliver Nachtwey es formuliert, sehr häufig damit einhergeht, dass es doch eine gewisse Romantisierung des fordistischen Klassenkompromisses gibt, der natürlich Sicherheiten geschaffen hat. Das ist gar keine Frage und die möchte ich an dieser Stelle überhaupt nicht negieren, der aber bei allen Sicherheiten, die er geschaffen hat, eben immer auch ein exklusiver Klassenkompromiss war, der immer auch Externalitäten produziert hat, der ein Klassenkompromiss war, der geschlechtsspezifisch exklusiv war, der ein Klassenkompromiss war, der die damals sogenannten Gastarbeiterinnen nicht in diesen Kompromiss integriert hat, der ein Klassenkompromiss war, der natürlich ganz stark mit globalen Ungleichheiten und entsprechenden Welthandelspolitiken verknüpft war. Und ich finde immer, das ist wichtig, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, dass wenn wir heute über die Abstiegsgesellschaft diskutieren, trotzdem sich in Erinnerung zu rufen, dass die Zeit, als die soziale Ungleichheit in den frühindustrialisierten Ländern
abgenommen hat, also zu Zeiten des fordistischen Klassenkompromisses, die Zeiten waren, als die soziale Ungleichheit weltweit am größten war. Ich glaube, diese Frage, was ist der Bezugsrahmen für eine gerechte Politik, ist der eher auf nationalstaatlicher Ebene oder müssen wir das Ganze globaler oder kosmopolitischer denken? Das ist die zweite Linie, die wir in der aktuellen Situation mitführen. Jetzt quasi zur aktuellen Situation. In der Diskussion darüber, was eigentlich gerade passiert mit dem Erstarken der Rechten, mit der Wahl der AfD in Deutschland, mit dem Erstarken von Trump, des Front National, der FPÖ und so weiter, finden wir nämlich in dieser Diskussion, und daran möchte ich jetzt die Linien, die ich gerade entworfen habe, verdeutlichen, warum aus meiner Sicht hier sich neue oder zugespitzte Konfliktlagen aus diesen historischen Strängen innerhalb der Linken entspinnen, das möchte ich aufzeigen. Vielleicht vorweg eine Bemerkung, wenn es darum geht, warum erstarkt die Rechte, beziehungsweise welche Kräfte sind es, die die AfD unterstützen, welche Kräfte sind es, die dazu geführt haben, dass Trump gewonnen hat oder dass die FPÖ stark ist, haben wir einerseits eine ganz kontroverse Debatte um die Frage, wer sind denn die AnhängerInnen der Rechten, und wir finden einerseits die Fraktion, die sagt, das sind die ArbeiterInnen, das sind die Arbeitslosen, das sind die Abgehängten und das ist sozusagen deren Aufschrei gegen den Neoliberalismus, und dann finden wir diejenigen, die sagen, nein, das stimmt empirisch gar nicht, die AfD-WählerInnen haben ein mindestens durchschnittliches Einkommen, die Nachwahlbefragungen haben ergeben, sie sind eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Lage, und man wundert sich in dieser sehr zugespitzten Debatte, sehr zugespitzt auch im neuen Deutschland durch verschiedene Akteure, denkt man immer, das kann man ja eigentlich relativ schnell klären. Es ist natürlich eine komplizierte Diskussion, wer wird als Arbeiter, Arbeiterin eingestuft. Es lässt sich insofern schnell klären, dass wir auch im europäischen Vergleich, wenn es darum geht, wer wählt die rechten Parteien, durchaus sehen können, dass überdurchschnittlich viele Menschen, die arbeitslos sind, dass überdurchschnittlich viele Menschen mit weniger Bildung und dass überdurchschnittlich viele Menschen, die je nach den Kriterien als Arbeiter oder Arbeiterin eingestuft werden, die rechten Parteien gewählt haben. Das heißt aber im Umkehrschluss immer nur, dass sie es überdurchschnittlich getan haben. Die Mehrheit, gerade für die AfD kann man es zeigen, die Mehrheit derjenigen, die AfD gewählt haben, das liegt einfach auch daran, dass es jetzt nicht so viele Arbeitslose gibt, ist auch, wenn überdurchschnittlich viele Arbeitslose die AfD wählen, sind Menschen mit mittleren Einkommen, sind Menschen, die eben gerade nicht sozusagen alle an den unteren Rändern sich bewegen. Das ist eine empirische Konfliktlinie, die unheimlich emotional ausgetragen wird. Ich komme nachher nochmal darauf zurück, warum das eigentlich der Fall ist. Die soll mich aber an dieser Stelle weniger interessieren als die Frage, wie wird das Ganze gedeutet und warum brechen hier vielleicht Konflikte wieder auf, von denen man dachte, dass man sie in einer Mosaik linken oder in sozusagen dem Versuch sozusagen in der Einheit Vielfalt zu ermöglichen, wo man mal dachte, man hätte das überwunden. Sehr verbreitet ist, ich mache es jetzt ein bisschen schematisch, aber in der aktuellen Diskussion finden wir durch ganz viele Protagonisten und Protagonistinnen so etwas wie eine Notwehrthese. Also die These, dass die Wahl rechter Parteien quasi eine Notwehr der durch den Neoliberalismus deklassierten und entrechteten oder auch verunsicherten ist. Diese Notwehrthese beruft sich sehr häufig auf den französischen Autor Didier Eribon, der ja auch schon hier in der Stiftung zur Diskussion zu Gast war. Und Eribon schreibt ja erstmal tatsächlich vor allem ein Buch über seine Familie und analysiert darin, wie aus ehemaligen Kommunisten Front National-Wähler werden und verwendet das Wort Notwehr auch, sagt, das ist in gewisser Hinsicht eine Notwehr der unteren Schichten. Eribon wird trotzdem in der aktuellen Diskussion meistens insofern falsch rezipiert, als dass Eribon selber sehr klar gesagt hat, das heißt jetzt nicht, dass die Kommunisten jetzt sich deklassiert fühlen und abgehängt und jetzt werden sie rassistisch. Eribon hat immer gesagt, nee, rassistisch waren sie auch schon als Kommunisten. Aber jetzt sozusagen sind sie Front National-Wähler geworden. In der aktuellen Debatte in Deutschland, aber auch in der Diskussion sozusagen der Trump-Wahl in den USA, wurde dieses Argument häufig dahingehend verändert, zu sagen, die Mehrheit der Trump-Wähler, hat zum Beispiel Nancy Fraser gemacht, das sind keine Rechten oder Rassisten, sondern das sind Opfer des manipulierten Systems. Auch Sarah Wagenknecht wusste sofort nach der Wahl, dass die AfD-Wähler keine Rassisten und Rassistinnen sind. Da dachte ich, super, woher weiß sie das? Ne? Also, und wir kennen Tonnen von aus der Mitte-Studie, den Bielefelder-Studien, wir wissen sozusagen, was die Zahlen, was die Umfragen sagen zu manifestem Rassismus in der Gesellschaft, und dann soll ich jetzt plötzlich glauben, also ich sehe ja
den Zahlen, dass dieses Potenzial durch die AfD gar nicht ausgeschöpft wird. Und jetzt soll ich aber umgekehrt glauben, dass von denen ganz zufällig niemand unter den AfD-Wählerinnen ist. Und wenn es um Rassismus geht, haben wir schon Stränge in der Debatte, wo es dann darum geht zu sagen, ja, die Leute wehren sich jetzt rassistisch, das ist auch nicht schön, aber das ist sozusagen die Reaktion auf die Deklassierung. Ich komme darauf zu sprechen. Ich finde, das ist der eine Strang der Notwehr-Diskussion, also quasi das ist ein Widerstand gegen den Neoliberalismus, der eine nicht so schöne Ausdrucksform findet, jetzt ein bisschen polemisch formuliert. Es gibt einen zweiten Strang in dieser Notwehr-Debatte und der geht eher gegen die Linken. Oder gegen das, was als vermeintlich Linke in dem Zusammenhang gesehen wird, nämlich das ist die These, es hätte sowas wie so einen Überschwang der Identitätspolitik gegeben, es sei nur noch um Identitäten gegangen, die Linke hätte sich nur noch um Gender-Toiletten und keine Ahnung was gekümmert und deswegen wären jetzt die kleinen Leute mit ihren berechtigten sozialen Anliegen sauer und wehren sich quasi gegen dieses Übermaß an Identitätspolitik. Auch das habe ich jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt, aber Abstufung dieser Diskussion, dass in der Regel werden diese identitätspolitischen Anliegen als Minderheitenanliegen etikettiert, dass diese sogenannten Minderheitenanliegen, unter denen sich dann interessanterweise auch immer feministische Anliegen finden, aber egal, finden sich diese Minderheitenanliegen sozusagen, kriegen diesen Nimbus, dass sie quasi die sozialen Anliegen der Berechtigten die berechtigten sozialen Anliegen der Mehrheiten in den Hintergrund gerückt hätten. Und in dieser Doppelfigur und in beiden Perspektiven tritt etwas zutage und das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende Entwicklung, dass es eine Revitalisierung einer Klassenperspektive geht, die aber sozusagen eine ganz starke Gegenüberstellung macht. Es gibt Klassenanliegen und es gibt identitätspolitische Anliegen und es ist sozusagen, auf die Identitätspolitik zurückzuführen, dass Klassenanliegen in den Hintergrund geraten sind. Und ich möchte da auf unterschiedliche Aspekte ein bisschen genauer eingehen. Nämlich erstmal die Frage, die wir in der Notwehrthese, wie ich es gerade skizziert habe, immer wieder finden, nämlich die These, wer rechts will, will eigentlich soziale Gerechtigkeit. Und das, also sozusagen, dass die Wahl eigentlich keine rassistische ist, sondern eine Wahl, sozusagen, der eigentlich ein soziales Anliegen zugrunde liegt. Ich möchte hier nochmal auf den fordistischen Klassenkompromiss zurückkommen, über den ich eben gesprochen habe, nämlich, dass meiner Ansicht nach hier durchaus man eben genau Klassenanliegen nicht von anderen Anliegen oder Diskriminierungspolitiken trennen kann, nämlich dass sozusagen die Exklusivität des fordistischen Klassenkompromisses immer auch ein exklusives soziales Versprechen war, das mehrheitlich weiße Männer adressiert hat. Und dass sozusagen in der Revitalisierung von Klassenpolitik in dieser Form, die wir gerade erleben, auch etwas mitschwingt zu sagen, also ich würde sagen, die Dividende weißer Männlichkeit zahlt sich nicht mehr so selbstverständlich aus. Und das ist eben etwas anderes, als nur zu sagen, der Neoliberalismus führt dazu, dass die Leute entrechtet werden, sondern wir haben die komplexe Situation, dass das stimmt, dass viele Sicherheiten verlieren und einbüßen, die der fordistische Klassenkompromiss geboten hat. Wir haben aber eben zugleich auch die Situation, dass eben sozusagen soziale Gerechtigkeit in der Form, wie sie dort gewährt wurde, auch bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen hat. Und das macht die Situation eben sehr viel komplexer. Und ich glaube, da muss man in der aktuellen Diskussion aufpassen. Und ich glaube, dass diese Gegenüberstellung, die wir häufig haben, implizit dann doch immer ein weißes, männliches Klassensubjekt konstruiert, denen alle anderen mit ihren identitätspolitischen Anliegen gegenübergestellt werden. Und ich glaube, bei der Idee, der Neoliberalismus und die dadurch erzeugten sozialen Verwerfungen wären so etwas wie eine Einladung zum Rassismus oder eine Einladung zum Ressentiment, wie wir bei nicht wenigen linken BeobachterInnen der Debatte lesen können, hat immer die Idee, dass der Rassismus etwas Abgeleitetes ist. Und deswegen sage ich auch, Rückkehr des Hauptwiderspruchs an dem Punkt, die Menschen werden rassistisch, weil sie sozial deklassiert werden. Dass Rassismus eine eigenständige ideologische Formation ist,
dass Leute durchaus sozial deklassiert und rassistisch sein können, ohne dass ich den Rassismus nur daraus ableiten muss, sondern dass das etwas ganz Eigenständiges ist, was auch nicht einfach verschwindet, wenn die soziale Deklassierung überwunden wird. Das ist etwas, was wir in der Debatte immer weniger hören. Und ich diskutiere in unterschiedlichen Kontexten in der jüngeren Vergangenheit viel darüber, mache immer wieder die Erfahrung zu hören, das stimmt schon, wir müssen auch gegen den Rassismus kämpfen, das ist politisch total wichtig, aber wenn wir jetzt analysieren, dann müssen wir uns erstmal mit dem Kapitalismus und dem Neoliberalismus beschäftigen. Und dann stehe ich immer da und denke, wir haben 3-4 Jahrzehnte Analysen zum Rassismus, aber auch zu Sexismus. Und das werden plötzlich so politische Anliegen, die man mitführt, und das andere ist das Analytische. Und das finde ich eine Entwicklung, die ich tatsächlich hochgradig problematisch finde und die wirklich die Autorin Fatima El-Tayeb hat in einem sehr, sehr zugespitzten und brillanten Beitrag geschrieben zur aktuellen Debatte. Bei Rassismus geht es immer um etwas anderes. Um verletzte Ostseelen, um den Neoliberalismus, um Frustration, aber es geht nie um Rassismus. Und das ist natürlich in der Situation ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe eben gesagt, wer ist schuld? Der Neoliberalismus und die Identitätspolitik. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir an der Stelle nochmal ganz zentraler ist. Es wird ein Gegensatz aufgebaut und das ist mir wichtig, innerhalb der linken Debatte. Und zwar in einem relativ breiten Spektrum, wo es immer so einen Nimbus hat, als seien identitätspolitische Anliegen die etwas exaltierten Anliegen von Minderheiten, die immer irgendwie so ein bisschen was Elitäres haben, während die kleinen Leute nicht die Zeit haben, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Wir haben eine Debatte, in der es Autoren gibt, wie Christian Baron, der viel im Neuen Deutschland schreibt, oder auch Owen Jones in Großbritannien, die so weit gehen, sozusagen im Antirassismus sowas wie eine liberale Klassenpolitik von oben zu sehen, mit der die Mittelschichten, die Arbeiter in die Pfanne hauen halt, weil sie ihnen wieder den Rassismus unterstellen können. Das sind zugespitzte Beispiele, aber Beispiele, die sich in dieser Debatte immer häufiger finden. Und dann kriegen wir so eine ganz komische Situation, dass Antirassismus und Antisexismus ist etwas ist, was man sich nur leisten kann oder was nur wichtig ist, wenn gerade nicht die wirklich wichtigen ökonomischen Kämpfe gefochten werden. Und da lehrt uns tatsächlich auch die Geschichte eines Besseren. Und ein zweiter Punkt ist daran sehr wichtig, das hat man insbesondere in der Analysen nach den Wahlen in den USA gesehen, dass das Bild entsteht, dass die weißen männlichen Arbeiter, die Rust Belt Arbeiter, das sind die neuen Abgehängten in der Gesellschaft. Und das Problematische ist jetzt an dieser Diagnose, die wir in der Debatte auch sehr, sehr, sehr häufig finden, dass wir aber feststellen müssen, dass Geschlecht und Ethnizität weiterhin empirisch total zuverlässige Indikatoren sind, eher am unteren Rande der sozialen Skala aufzutauchen. Es ist keineswegs so, dass diese Privilegien weißer Männlichkeit vollkommen verschwunden werden. Es gibt eine ganz wichtige Stimme in der US-amerikanischen Diskussion, viele von Ihnen werden seinen Namen kennen, Ta-Nehisi Coates, der das Buch Between the World and Me geschrieben hat, eine der Stimmen der Black Lives Matter-Bewegung, in dem er seinem 15-jährigen Sohn erklärt, was es bedeutet, als schwarzer Mann in den USA zu leben. Und Ta-Nehisi Coates fragt auch via Twitter nach der Trump-Wahl, warum eigentlich die Anliegen weißer Männer immer ökonomische Anliegen sind, während die Anliegen aller anderen identitätspolitische seien und alle anderen Gefühle hätten. Und er sagt an einer anderen Stelle auch irgendwann mal, class isn't the only kind of class in the US. Und was er damit meint ist, Black Lives Matter Bewegung, antirassistische Kämpfe waren und sind immer auch Klassenkämpfe, genauso wie feministische Kämpfe Klassenkämpfe gewesen sind. Und dass es gelingt gerade, dass innerhalb der Linken eine Spaltungslinie eingezogen wird, diese Kämpfe zu Wohlfühlkämpfen zu erklären, die nichts mit der sozialen Frage, die nichts mit Klassenpolitik zu tun hätten. Das ist aus meiner Sicht eine hochgradig gefährliche Entwicklung. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ist nicht vielleicht in Anführungsstrichen die Identitätspolitik selbst auch ein bisschen schuld? Jetzt möchte ich da einmal, bevor ich auch 2-3 kritische Worte sage, trotzdem nochmal vorweg sagen, was, also Identitätspolitik ist irgendwie so ein Bäh-Wort geworden. Also wenn man irgendetwas diskriminieren möchte, diskreditieren möchte, sagt man Identitätspolitik. Ich finde es aber an dieser, es klingt immer so, da kämpfen Leute für ihre sehr speziellen, partikularen Anliegen, kuscheln ihre Identität, treffen sich mit anderen auf einer All-Gender-Toilette oder so und sind danach zufriedener. Und dann denkt man immer, nee, was ist das denn, sich nochmal klar zu machen, was hat das in den Kämpfen bedeutet? Warum Identitätspolitik am Anfang? Gregor, du hast es eben auch erwähnt. Das war ja eine Politik, wo gesellschaftliche Gruppen aufgestanden sind und gesagt
anderen vorgeworfen haben, zum Beispiel am Anfang der Frauenbewegung, ihr sagt Mensch, aber ihr meint Mann. Das war ja das Aufstehen und zu sagen, das ist keine universale Position, die ihr behauptet, sondern ihr habt die Macht, eure partikulare Position so universal zu erklären. Identitätspolitische Kämpfe waren Kämpfe und sind Kämpfe, wo Menschen sozusagen, die aus dieser vermeintlichen Universalität ausgeschlossen sind, aufstehen und sagen, eure Universalität ist eine machtvolle und herrschaftsförmige Partikularität. Und das ist ganz gefährlich, dass gerade Teile der Linken, die zu Recht sich darüber freuen, dass die Klassenfrage wieder eine zentralere Frage geworden ist in der Linken. Aber auf diesen Zug aufzuspringen, das ist nämlich hochgradig problematisch, weil es das ursprüngliche Anliegen absolut verkennt darin, dass es nämlich nie darum ging, irgendwie partikular sein Seelchen zu pflegen, sondern zu zeigen, wer für sich beansprucht, im Namen eines vermeintlich allgemeinen Menschseins zu argumentieren. Ich habe gerade gesagt, natürlich muss man auch gucken, inwiefern tragen linke Analysen im Kontext der akademischen Debatten, aber vielleicht auch der neuen sozialen Bewegung auch dazu bei, dass es gerade so schnell geht, dass eine Revitalisierung des Hauptwiderspruchs so schnell geht. Man könnte jetzt sagen, wir haben mehrere Jahrzehnte jetzt fast der Intersektionalitätsforschung, der zunehmenden Sensibilisierung für die Vielfalt in der Einheit, für die Überlagerung gesellschaftlicher Widersprüche, dafür, dass Race, Class, Gender zusammenhängen. Wir haben aber auch, und das würde ich als Soziologin sagen, durchaus in diesen Analysen eine substanzielle Schwäche. Nämlich, dass wir sehr lange, gerade mit dieser Trias, Race, Class, Gender und alles hängt irgendwie zusammen. Das ist aber definitiv eine Analyse gewesen, die analytisch schwach geblieben ist und die immer darunter gelitten hat, in der Geschlechterforschung wie der Intersektionalitätsforschung, dass Klasse eigentlich nicht als Strukturkategorie, nicht als Ausbeutungsdimension, sondern im Sinne von Klassismus als Diskriminierungsdimension analysiert worden ist. Und das ist eine Schwäche dieses Paradigmas. Und deswegen ging es auch vergleichsweise schnell oder geht es aus meiner Sicht auch vergleichsweise schnell, es gerade ein wenig abzuwickeln. Man kann aber jetzt natürlich umgekehrt fragen, warum, und das ist dann wiederum das Spannende, sind eigentlich immer nur die Geschlechterforscherinnen und die Intersektionalitätsforschenden dafür verantwortlich gewesen und nicht diejenigen, die sich mit Klasse oder Arbeit beschäftigt haben, sich diese Intersektionalitäten analytisch genauer anzugucken. Deswegen kann man sagen, wenn man diesen Blick kritisch an die Intersektionalitätsforschung und diejenigen, die sich mit den Verschränkungen beschäftigen, wendet, dann kann man natürlich das genauso an die andere Adresse zurückgeben und sagen, ja, wir haben ein politisches und ein analytisches Problem, diese Dimensionen wirklich konsequent zusammenzudenken und haben hier eine ganz große Leerstelle und müssen davon weg, vor allem Klasse als Klassismus, als Diskriminierungsform zu verkürzen. Die spannende Frage, und damit wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon so am Ende, oder? Genau, die spannende Frage wäre jetzt ja, ich könnte schon noch lange darüber reden, aber die spannende Frage wäre jetzt ja, warum die Notwehrthese, wie ich sie jetzt nenne, im Anschluss an Erivan, warum das eigentlich gerade so beliebt ist in der Linken und warum daran so stark die Konflikte aufbrechen. Meine Wahrnehmung auch von der Tagung, die wir in Jena hatten unter dem Titel Arbeiterbewegung von rechts, das war wirklich wahnsinnig kontrovers. Seit ich politisch aktiv bin und als linke Wissenschaftlerin an der Uni habe ich, glaube ich, nie so eine kontroverse Tagung erlebt, wo wirklich die Konflikte sozusagen vor allem zwischen den anwesenden GewerkschafterInnen und Arbeits- und IndustriesoziologInnen und den anderen wirklich extrem manifest waren. Und mein Eindruck ist, dass es für Teile auch der marxistischen, neomarxistischen Linken, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, eine Revitalisierung oder sozusagen eine Rehabilitierung ihres Forschungsgegenstandes ist zu sagen, die soziale Frage ist wieder stärker in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir müssen über Klassenfragen sprechen und da würde ich auch jederzeit mitgehen. Was aus meiner Sicht gerade total problematisch ist, dass ich den Eindruck habe, hier taucht sowas auf wie ein bisschen so eine nostalgische Sehnsucht nach einem verloren geglaubten revolutionären Subjekt und jetzt meint man es irgendwie zu entdecken. Es wählt jetzt leider gerade rechts, ist nicht schön, aber eigentlich wollen die ja soziale Gerechtigkeit. Und deswegen gewinnen wir die jetzt für unser Anliegen zurück, aber ich glaube, da ist so eine Sehnsucht. Da ist eine Sehnsucht drin nach dem guten Arbeitersubjekt, das jetzt fehlgeleitet ist, aber eigentlich Opfer des Neoliberalismus. Und das ist tatsächlich eine hochgradig problematische Position. Das ist nämlich eine Position, die verkennt, dass Sexismus und Rassismus als eigenständige Formationen mit berechtigtem
Protest gegen soziale Deklassierung einhergehen, beziehungsweise umgekehrt. Und ich glaube, das kann man sehr gut sehen in Interviews oder auch Statements aus der AfD, aus Pegida-Kontexten, dass hier eine Idee von Gerechtigkeit oder Solidarität vorherrschend ist, die davon ausgeht, dass es eine Privilegierung von Männlichkeit, von Weißsein, von Deutschsein gibt. Und das ist, glaube ich, keine Position, wo man diese beiden Perspektiven so trennen kann, zu sagen, die wollen eigentlich Gerechtigkeit und wir müssen sie nur zurückholen. Sie wollen in dieser Form eine Gerechtigkeit, die nicht anschlussfähig ist an ein linkes Projekt. Und das ist auch ein Problem, wenn Nancy Fraser zum Beispiel für die USA sagt, die weißen Rust Belt Arbeiter, die sind zwar sexistisch und rassistisch, aber eigentlich sind es die Verbündeten der Black Lives Matter Bewegung. Da haben natürlich Leute wie Ta-Nehisi Coates auch gesagt, krass, warum soll ich jetzt plötzlich mit den Leuten, die finden, dass ich minderwertig bin, kooperieren, weil eine linke Soziologin findet, wir wären sozusagen, wir würden eigentlich zusammengehören. Und das ist aber natürlich jetzt eine spannende Frage, was man damit macht. Denn umgekehrt möchte ich damit nicht, also das heißt ja umgekehrt nicht, diese sozialen Deklassierungserfahrungen nicht ernst zu nehmen. Aber es heißt darum, wegzukommen, zu glauben, man könne es gegeneinander stellen und man könne sich jetzt um die Klassenanliegen kümmern und dann sozusagen das mit dem Rassismus und dem Sexismus vielleicht irgendwie einhegen. Ich glaube, es geht darum, dass wir eine inklusive Klassenpolitik brauchen, eine Klassenpolitik, die weg davon kommt, implizit zu setzen, dass Klasse weiß und männlich ist. Das ist das, was Ta-Nehisi Coates meint, wenn er sagt, Class isn't the only kind of class, wenn es ihm um die Verbindungen sozusagen von Race und Class geht. Und ich glaube, es gibt einen letzten Punkt und auch der ist mir wichtig und auch der hat eine Klassenperspektive. Mir ist irgendwann aufgefallen in der Debatte, dass natürlich diese Form der Analyse, die Affinität zu den Rechten, die Wahlrechter Parteien, das Hingehen zu Pegida, als quasi Aufstand der Abgehängten oder der Deklassierten zu sehen, ist natürlich auch eine wunderbar praktische Mittelschichtsentlastung. Man schiebt es wunderbar an die vermeintlichen Ränder der Gesellschaft, das Problem von sich weg und kann dann noch vermeintlich wohlwollend sagen, ah ja, euch geht's ja auch ziemlich schlecht und okay, und deswegen verarbeitet ihr das jetzt so. Also das ist, finde ich, da immer nochmal so eine zweite, wirklich dann auch in dem Punkt, würde ich sagen, klassistische Wendung, die den manifesten Rassismus und die Bewahrung von Privilegien in weiten Teilen der eben gar nicht deklassierten und auch gar nicht abstiegsgefährdeten Mittelschichten verharmlost. Und deswegen wäre das auch nochmal mein Plädoyer, dass man bei aller Analyse, inwiefern neoliberale Deklassierung anfällig macht, für bestimmte Formen nationalistischer oder rassistischer Politik, bei aller Sensibilität dafür, den Blick eben nicht darauf hin zu verstellen, dass Rassismus und Sexismus häufig auch mit Privilegiensicherung und nicht immer nur mit einem Kampf gegen den Neoliberalismus verbunden sind. Damit würde ich, glaube ich, erstmal einen Punkt machen. Vielen Dank. So, gibt es denn schon vielleicht eine Meldung für einen Beitrag direkt ins Mikrofon? Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, also ohne jetzt die These sozusagen in Frage zu stellen, finde ich, stellt sich trotzdem die Frage, wie ist denn dann die Verbindung zwischen den Black Lives Matter Aktivisten und den weißen Arbeitern im Rust Belt? Und dass man halt aufpassen muss, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in so einen Gegensatz kommen zwischen, da gibt es die Menschen, die denken rassistisch und deswegen können wir mit denen nicht zusammenarbeiten und da gibt es die Leute, die stellen die Frage gerade. Also wenn wir, ja, ohne, wenn wir das nicht gegeneinander ausspielen wollen, wo können wir denn ansetzen, dass wir eben diese Verbindungspunkte schaffen? Das kann ich jetzt. Das ist natürlich die zentrale und große Frage, die ich nicht jetzt so schnell werde beantworten können. Was mir nur zentral ist in der Diskussion, jetzt auch bei den Perspektiven, die ich genannt habe, ist, dass das nicht auf einer Ebene gefragt wird, sondern dass in der Regel eine Hauptkonfliktlinie ausgemacht wird. Und das ist die soziale, das ist der gemeinsame Kampf gegen den Neoliberalismus, in dem sich sozusagen alle Betroffenen sammeln
Und dann gibt es noch andere Verwerfungen, die man irgendwie dann in den Griff kriegen muss oder so. Ne? Und mir geht es erstmal nur darum zu sagen, das sind unabhängige, eigenständige Widersprüche. Und es ist nicht so, und diesen Klang hat die Debatte, dass die eher sozusagen Privilegierteren sich für die identitätspolitischen Interessen interessierenden, dass die sozusagen ganz häufig auch in dieser Terminologie ihre Angst vor, wenn man es freundlich sagt, der Bevölkerung, manchmal wird auch dem Volk gesagt, oder den kleinen Leuten überwinden müssen. Und das ist, glaube ich, die Akzentuierung, die ich problematisiere. Ne? Also, dass quasi da eine Abgrenzung, die eben auch was mit dem Problem mit Rassismus zu tun hat, dann mitunter eben als so ein Mittelschichtsklassismus gegenüber den rassistischen kleinen Leuten etikettiert wird. Ne? Und ich glaube, das muss man überwinden, um dann auf einer Ebene zu gucken, wie kann man aber das zusammenbringen. Also man muss das ja nochmal auch wie Nancy Fraser formulieren. Was bedeutet das für die Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, plötzlich so eine Koalition aufmachen zu müssen halt. Ne? Und das haben gerade aus der Black Lives Matter Bewegung dann auch viele gefragt. Was soll das für mich heißen mit den Menschen, die wollen, dass ich weg bin, dass ich nicht den Arbeitsplatz bekomme? Die sind plötzlich mein gemeinsamer Kampf. Und das ist was, was ich auch nicht beantworten kann, wie man das zusammenbringt. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage, die ja eben aufgeworfen war nach dem Mosaik oder sozusagen dem dissidenten Drittel. Das ist immer auch die Frage nach den Grenzen einer solidarischen Bewegung. Ne? Also das ist auch die Frage, okay, Rustbelt-Arbeiter, die wirklich krass rassistisch sind, auch wenn sie vom Neoliberalismus deklassiert sind, sind eben nicht Teil dieses dissidenten Drittels. Die gewinnt man vielleicht in einer anderen Stufe des emanzipatorischen Kampfs, wenn man glücklich ist, aber es sind definitiv nicht diejenigen, mit denen ich den Kampf beginne. Und ich glaube, das kann man schon sagen. Ja, ich habe jetzt hier zwei Fragen auf Karten. Kannst du noch einmal ausführen, inwiefern Klasse in den Gender Studies nicht, Fragezeichen, als Strukturkategorie behandelt wird? Race, Class und Gender sind doch Strukturkategorien, die ineinander verschränkt sind. Ich würde sagen, das sind sie auf jeden Fall. Es gibt natürlich wie immer auch Arbeiten, die das tun, aber in der also mehrheitlich in dem Feld, was sich dann als Intersektionalitätsforschung begreift, findet sich Klasse eben ganz häufig im Sinne von Klassismus, dass Menschen wegen ihrer Klassenzugehörigkeit diskriminiert werden. Und auf dieser Ebene ist es dann auch sozusagen dem Sexismus und dem Rassismus ähnlicher. Und es gibt natürlich gerade auch im marxistischen Feminismus Autorinnen, die das auch mit Klasse tatsächlich als Strukturkategorie und als Ausbeutungskategorie getan haben. Die möchte ich jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht unsichtbar machen. Aber wenn man sich anguckt, welche Ansätze sozusagen in den vergangenen Jahren breit rezipiert worden sind, dann waren das nicht gerade diejenigen, die im Kern der Debatte standen. Und tatsächlich die analytische Herausforderung für den Moment ist, und ich denke, da sind ja auch zunehmend mehr Leute dran, ist zu fragen, wie hängen eigentlich Ausbeutung und Diskriminierung zusammen? Und zwar nicht nur zufällig, dass Leute in Ausbeutungsverhältnissen diskriminiert werden, sondern wie bestimmte Formen sozusagen der Abstufung und Diskriminierung und der Verwundbarkeit von Menschen ja sozusagen konstitutiv für Ausbeutungsprozesse sind. Das sehen wir in der Ausbeutung migrantischer Hausarbeit, ne? Das sehen wir sozusagen in der Etikettierung von Fürsorgearbeit als weiblicher Liebesdienst und so weiter. Das sind ja keine zufälligen Diskriminierungen, weil Leute irgendwie sich nicht gut behandelt fühlen im Neoliberalismus, sondern das sind konstitutive Grundwidersprüche, die in den Kapitalismus eingelassen sind. Ich würde sagen, das ist gar nicht so, und das ist ja die alte Debatte, ne? Also könnte ein Kapitalismus ohne Sexismus auskommen? Und da würde ich immer sagen, ja, aber es bräuchte funktionale Äquivalente, die Form von Ausbeutung, wie wir sie im Kapitalismus haben, über die Abwertung und Abstufung von Menschen organisieren würde. Das muss vielleicht nicht an dieser Differenzlinie sein, das kann an anderen Linien sein, aber das ist jetzt, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Debatte. Das reizt mich ja jetzt doch, nochmal kurz auf das zurückzukommen, was wir, beziehungsweise was ich während der Murmelrunde dich gefragt hatte. Das, glaube ich, ist ganz gut, das auch nochmal, wenn du das auch nochmal ins Mikro sagst. Und zwar dieser Punkt, wenn sozusagen der Sexismus oder der Rassismus für sich sozusagen stünde, dann
und man ihn nicht aus irgendetwas ableitet, was bedeutet, dass man ja im Grunde seine Entstehung, eine Entstehung von etwas, also in dem Fall von Sexismus oder Rassismus, nicht, also im Grunde der Gefahr aufläuft, das aus Natur heraus, also weil es eben für sich also stünde, zu erklären. Und man in dem Augenblick aber, wo man es versucht abzuleiten, eben in die Falle gerät, sozusagen den Hauptwiderspruch sozusagen zu rekonstruieren. Das war so die Frage, die wir so in der Murmelrunde kurz andiskutiert hatten. Und ja, vielleicht sagst du kurz was dazu ins Mikro. Ja, ich glaube, die einfache und dann doch komplexe Antwort ist, dass Ableitung eben nicht die einzige Form der sozialen Erklärung ist. Ne? Also zu denken, wenn ich es nicht aus dem Kapitalismus oder dem Kapitalverhältnis ableite, dann bleibt mir nur noch die Möglichkeit, es zu naturalisieren. Also zu sagen, Menschen sind von Natur aus rassistisch oder sexistisch, würde bedeuten, dass ich jenseits der Ableitung aus dem Kapitalverhältnis keine Möglichkeit habe, gesellschaftliche und soziale Verhältnisse zu erklären. Und ich würde sagen, es geht darum, dass die Bedingungsverhältnisse einfach sehr viel komplexer sind als diese einfache Ableitung, angefangen auf ganz vielen Ebenen. Ne? Also angefangen erstmal davon, dass wir natürlich quasi eine habitualisierte und sozialisierte und gesellschaftlich machtvoll durchgesetzte Verankerung von Normen haben, zum Beispiel von Weißsein, von Männlichsein, und dass sozusagen alles, was davon abweicht, als Abweichung, selbst wenn es positiv etikettiert wird, immer wieder als Abweichung gerahmt wird. Und das ist natürlich institutionell in der Gesellschaft so verankert und über so lange Zeiträume verankert und in wirklich sozusagen über Jahrhunderte in Kolonialsysteme, in Geschlechterregime eingeschrieben, dass das sozusagen als eigenständige Formationen wirkt, die eben jetzt nicht nur zutage treten, wenn jemand sozial deklassiert ist. Nichtsdestotrotz, und mit meiner Problematisierung möchte ich das ja gar nicht wegwischen, können wir historisch zeigen, wie quasi Klassenkämpfe immer wieder auch dadurch ausgehebelt worden sind, dass sie von Herrschenden auf sozusagen nationale Konflikte oder nationalistische Konflikte umgelenkt worden sind. Und das ist mit viel Macht und Brutalität durchgesetzt worden. Darum geht es mir gar nicht darum, das zu negieren. Ne? Aber eine Ableitung bedeutet eben ein einseitiges Verhältnis und nicht ein gesellschaftliches Bedingungsverhältnis. Gut, dann habe ich hier noch eine weitere Frage auf einer Karte. Warum wählt in Ostdeutschland ein höherer Anteil die AfD? Weil sie rassistischer sind, abgehängter, enttäuschter von der Linken? Das ist die Frage. Gut, das ist jetzt natürlich echt eine schwierige Frage. Also ich glaube, da kommen einfach ganz unterschiedliche Punkte zusammen. Da kann ich mich jetzt auch nur auch auf Arbeiten auch von anderen beziehen. Natürlich spielen Erfahrungen sozialer Deklassierung verbunden mit der Situation. Wir wissen sozusagen zum Beispiel aus der Forschung zu Rassismus, dass Menschen, die viel mehr mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit Menschen aus anderen Ländern konfrontiert sind, zum Beispiel in großen Städten, dass das oft die Räume sind, wo aber quasi der Rassismus und die rassistischen Haltungen viel weniger manifest sind. Ne, wir haben die Situation in den neuen Bundesländern, dass wir besonders dort ausgeprägte Affinitäten zu rechten und rassistischen Angriffen haben, in denen besonders wenige Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und das spielt in dem Zusammenhang natürlich tatsächlich auch nochmal eine total große Rolle. Es spielt aber schon, ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Also da würde ich sagen, da spielt sozusagen eine Verankerung von Rassismus auch über eine lange Zeit, da spielt die DDR-Geschichte und sozusagen auch die komplette Isolierung von Menschen sozusagen, die als Vertragsarbeiter geholt wurden aus der Gesellschaft, spielt sicherlich eine Rolle, dass es auch einen weniger eingeübten Umgang mit Diversität, Heterogenität und den Herausforderungen gibt, und das kommt mit einer prekäreren sozialen Situation zusammen, aus der ich das nicht ableiten würde, die aber, glaube ich, für sozusagen solche Mobilisierungen besonders anfällig sind und für
für solche Wir- und Die-Konstruktionen sich in dieser Situation besonders anfällig zeigen. Ich möchte aber auch immer noch mal darauf hinweisen, und das geht in dieser Diskussion eben manchmal unter, dass wir große Unterschiede auch in den neuen Bundesländern haben, dass die Situationen sich in Sachsen und Thüringen immer noch mal sehr anders ausnehmen, auch wenn wir uns Umfragen angucken, als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass mit Bayern und Baden-Württemberg gerade zwei Bundesländer, die sehr wohlhabend sind, vergleichsweise hohe Wahlergebnisse hatten. Und ein Punkt erscheint mir in der ganzen Debatte immer noch mal ganz interessant. Wir haben ja einen kolossal großen Unterschied in der Wahl der AfD nach Geschlecht. Also 9% der Frauen haben die AfD gewählt, aber 16% der Männer. Das ist fast doppelt so viel. Und ich finde es immer total interessant, dass es darum in der Debatte eigentlich nie geht. Und dann frage ich mich immer, liegt es daran, dass man das irgendwie natürlich findet, dass Frauen eben ein bisschen weniger extrem sind und dass sie schöner finden, wenn es netter sind, ist oder so? Ne, da frage ich mich immer, ob da nicht so eine Naturalisierung mitschwingt, dass man das irgendwie immer gar nicht erklärungsbedürftig findet oder so. Ne? Ja, ich hatte gesehen, es gab da noch Meldungen, Ines. Ja, Axel Rüdiger aus Halle. Also vielen Dank für den Vortrag. Ich fand, dass er sehr symptomatisch war für den, für die gesamte Debatte und insbesondere eben für den theoretischen Status. Ja? Und ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz vielleicht doch eine Antithese formulieren und so gegen die Grundthese etwas einwenden. Ich finde, dass der Klassenbegriff im 20. Jahrhundert, wie ich finde, zu Recht problematisch geworden ist, weil er als eine identitätspolitische Kategorie behandelt worden ist, ja, würden wir heute sagen. Also von Gewerkschaften, sozialdemokratischen Parteien, aber auch von kommunistischen Parteien im Osten, also im real existierten Sozialismus, ist der Begriff der Klasse und insbesondere eben der Arbeiterklasse als eine fixe soziale Identität behandelt worden. Und das hat dazu geführt, dass er sozusagen seine revolutionäre politische Energie verloren hat. Ja? Also das ist das Problem und das war auch das Problem schon 1968 gewesen und die Frage ist, wie reagiert man, wenn man die Systemfrage stellen will und sich nicht im fordistischen Klassenkampfkompromiss romantisierend einrichten will. Ja? Und die Antwort, die wir eben gehört haben, war sozusagen eine Diversifizierung. Ja? Also es gibt eben nicht nur die eine Identität, eben die Arbeiterklasse, sondern es gibt eben noch ganz verschiedene andere positive soziale Identitäten. Ja, und da kommen die Frauen und dahinter. Und es spielt auch keine Rolle, ob das eine Mehrheit oder eine Minderheit ist. Also ich bin in der DDR zur Schule gegangen, also wir haben gelernt, dass die Arbeiterklasse die Mehrheit der Gesellschaft ist und das ist der Grund, warum sie sozusagen eben die Machtfrage stellen würden. Ja, meiner Ansicht nach geht die Debatte um eine neue Klassenpolitik nicht darum, zurück zur alten fordistischen Identitätspolitik zu gehen, sondern das Grundproblem ist, dieses identitätspolitische Paradigma sozusagen konkret wirklich in Frage zu stellen. Ja? Und insofern hat die neue Klassenpolitik tatsächlich nichts zu tun, also mit einer fixen sozialen Identität. Eine revolutionäre Subjektivität ist keine Identität, das würden auch die Rechten behandeln, insofern ergeben sich eben tatsächlich problematische Schnittmengen, sondern eine revolutionäre Subjektivität ist im Werden, die ist nicht fix. Ja? Das kann man auch, wenn man Marx im Kapital genau liest, auch dort schon finden. Die Frage, ob ich meine Arbeitskraft verkaufe oder nicht verkaufe, ist immer unentschieden. Ja? Und erst wenn ich sie verkauft habe und sie für längere Zeit stabil verkauft habe, dann bildet sich sowas wie eine soziale Klasse. Also ich sehe da ein Grundproblem bei den Soziologen, die sozusagen ja zum Empirismus neigen und ein politisches Problem. Ja? Und ich glaube nicht, dass man die Frage sozusagen zwischen Quantität und Qualität so nonchalant vom Tisch wischen kann. Und da würde ich schon nochmal darauf plädieren, vielleicht sollte man sich doch an Lenin ein Beispiel nehmen und doch nochmal Hegel lesen, sozusagen, wo Fragen von Quantität und Qualität eben behandelt wurden. Marx hat das ja gemacht. Danke. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine Antithese, weil sie es als Antithese angekündigt hatten, ob das tatsächlich so eine Antithese ist, ne? Also weil ich mich ja sozusagen genau gegen diesen Widerspruch, wie er meiner Meinung nach gerade die oder vermeintlichen Widerspruch die linken Debatten prägt, hier die Klassenanliegen, da die identitätspolitischen Anliegen verwehren würde, ne? Und sagen würde, wir müssen einfach gerade genau neu fragen, was ist eigentlich heute Klasse und sind nicht viele dieser Kämpfe, die jetzt als identitätspolitische abgewendet werden, auch der antirassistischen und auch der feministischen Kämpfe, sind das nicht auch Klassenkämpfe? Und das ist nicht nur eine Idee davon, es quasi divers zu machen und zu sagen, neben Klasse haben wir jetzt auch noch Geschlecht, sondern ganz
genuin auch zu fragen, was ist sozusagen das Klassenpolitische in diesen Kämpfen, die ja auch Kämpfe gegen Ausbeutung sind. Und in dem Punkt, dass Klasse etwas ist, was im Werden ist und was natürlich auch unter den Bedingungen eines digitalisierten, finanzialisierten Kapitalismus etwas ganz anderes ist als in der Industriegesellschaft, das ist klar. Und umso erstaunlicher finde ich sozusagen diese Revitalisierung des fordistischen Klassensubjektes, das so romantisch daherkommt. Ja, ich wollte zu der Frage Verhältnis Klasse, Identität, Rasse und Neoliberalismus ein konkretes Beispiel aus Südamerika anführen. Ich weiß nicht, die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Der Wasserkampf von Cochabamba. Kennt es jemand? Ja. Auf jeden Fall war das so, dass die Regierung, die vor der jetzigen Regierung dran war, in Bolivien mit dem amerikanischen Konzern Bechtel einen Vertrag geschlossen hatte, dass die gesamte Wasserversorgung des Landes von ihnen übernommen wird. Das hat dazu geführt, dass die Frauen, die indigenen Frauen, die besonders betroffen waren, weil das Wasser dann unbezahlbar geworden wäre, die hatten die Gewohnheit, das Regenwasser zu sammeln. Und das wurde ihnen dann von diesem Konzern verboten. Und dann gab es einen großen Aufstand und da haben sich die Gewerkschaften diesen Frauen angeschlossen. Es waren hauptsächlich Frauen und die haben sich dann, als die das Militär eingesetzt haben, vor die Soldaten gestellt und haben gesagt, Wasser ist ein Menschenrecht, bring mich um, aber es ist so. Ja? Und dann hat es monatelang gedauert, so lang, bis die Regierung nicht mehr anders konnte, als dieser Bewegung nachzugeben. Und dann haben sie den Vertrag aufgelöst. In diesem Zusammenhang ist der jetzige Präsident Evo Morales als erster indigener Präsident gewählt worden. Das heißt, es ist ein Prozess, der praktisch die rassische Seite, also die Indigenen, die quasi aufgrund des Kolonialismus auch schon immer zweite Klasse waren, ja, da einen Durchbruch zu finden. Auf der Frauenebene war es ein Durchbruch, ja, und gegen das Handeln dieser transnationalen Konzerne ein Sieg. Dass das natürlich heute auch wieder problematisch ist, will ich jetzt nicht unbedingt aufwerfen, aber Evo Morales ist ja immer noch Präsident und der Gewerkschafter, der damals die Bewegung angeführt hat, hat immer abgelehnt, Minister in seiner Regierung zu werden. Und er reist jetzt durch die Welt und versucht, die ganzen Bewegungen auch zusammenzuholen. Ja, ich finde, das ist interessant als positives Beispiel, wie sowas auch zusammengehen kann. Pardon. Ja, ich will vielleicht mit einer ganz kleinen Krümelkackerei anfangen, die sich nochmal auf Eribon bezieht. Und zwar diese Stelle, wo er gewissermaßen schreibt, dass seine Eltern auch schon rassistisch waren, bevor sie sozusagen Front National gewählt haben und noch Kommunistische Partei gewählt haben, verbindet er ja noch mit der Aussage, dass allerdings der Rassismus seiner Eltern im kommunistischen Milieu in Frankreich keine politische Artikulationsmöglichkeit und keinen politischen Artikulationsraum habe. Wenn man das nochmal zurückbindet an Überlegungen vorhin, könnte das auch ein Zweifel, ein Fragezeichen sein, dass man vielleicht an einen allzu, ich sage es mal provokativ, einen allzu basisdemokratischen Organisationsbegriff bindet. Also anders gesagt, dass sozusagen durchaus die Massenparteien der Arbeiterbewegung auch die Funktion hatten, Klassenmilieus zu bilden, also im umfangreichsten Sinn, und bei diesen Klassenmilieus auch so etwas zu schaffen wie Tabuzonen und Dinge, die eben nicht artikulierbar waren und nicht politisch artikuliert werden konnten. Also ein Zwangsmoment, das durchaus auch was Emanzipatorisches haben kann. Ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, die wir uns auch für die Diskussion nochmal im Hinterkopf behalten könnten. Noch generell was zu der Debatte, eine kurze Anmerkung, wo wir aufpassen müssen, wenn wir diese Diskussion führen, ist, dass wir nicht allzu stark
gegenseitig, also ich sage jetzt mal, an so einer Scheidelinie, Identitätspolitik, Klassenpolitik, anfangen, Karikaturen der jeweils anderen Position zu zeichnen. Und es gab in der Debatte, gerade als auch im Neuen Deutschland, und wenn man über das Neue Deutschland nochmal hinausschaut, auch durchaus Artikel, die dezidiert gegen Klassenpolitik argumentiert haben. Also ich kann da auch gerne zwei Namen nennen. Das eine war Thomas Seibert mit dem Artikel "Die Klasse bringt es nicht", das dissidente Drittel ja genau als Gegenkonzept einer Rückorientierung überhaupt an Klassenkategorien eingeführt hat. Das andere war in den Blättern für deutsche und internationale Politik Micha Brumlik mit dem Artikel "Vom Proletariat zum Pöbel", wo unterschwellig mit drin steckte, dass gewissermaßen gestern wie heute, also ich spitze auch mal polemisch etwas zu, gestern wie heute die Arbeiterklasse der eigentliche Träger von Faschismus gewesen sei. Da hast du in deinem Beitrag ja ordentlich gegen argumentiert, gegen diese Position. Ich finde, man sollte sie nur für die Vervollständigung des Bilds, auch der Emotionalisierung, nicht unterschlagen, weil das sozusagen durchaus auch Beiträge waren, die generell der Rückorientierung überhaupt an irgendeiner klassenpolitischen Perspektive widersprochen haben. Und das eben mit dieser Unterstellung. Darf ich direkt was zu sagen? Oder? Ich würde gerne zwei Punkte davon aufgreifen, weil die mir total wichtig erscheinen. Das eine ist, und daran kann man vielleicht nochmal was zeigen, Sie haben jetzt gerade die Position von Thomas Seibert angesprochen, ne? Und ich hätte mit Thomas Seibert an einem ganz entscheidenden Punkt einen ganz entscheidenden Dissens, nämlich dass er den fordistischen Klassenkompromiss ausschließlich als etwas Regressives und immer schon Anti-Emanzipatorisches gesehen hat. Und das würde ich in dieser Form nicht teilen. Und da glaube ich einfach, sind Verhältnisse komplexer und auch dialektischer. Zwar kennt nämlich total, dass es darin Errungenschaften gab, die ja erkämpft worden sind. Also ich rege mich auch als Wohlfahrtsstaatsforscherin immer diese Positionen auf, die sagen, ja, das hat alles nur Bismarck gemacht, um die Arbeiterbewegung tot zu machen oder so. Historisch nicht komplett falsch, aber ganz viel davon ist erstritten und erkämpft worden in solidarischen Kämpfen. Und in dem Sinne, es war trotzdem ein Klassenkompromiss, der exklusiv war, aber es war trotzdem ein Klassenkompromiss, der etwas errungen hat und der, finde ich, Anknüpfungsflächen für Formen der Solidarität geboten hat, die man auch nicht zu vorschnell aufgeben muss. Ich bin auch sehr kritisch gegenüber bestimmten Tendenzen innerhalb der Linken, so eine Romantisierung von gemeinschaftsförmigen Formen der Solidarität in Commons- und Alternativökonomien, habe oft auch so Diskussionen auch mit Studierenden, dass ich denke, ja schön, dass ihr alle die Alternativkliniken in Griechenland so romantisch findet, aber ich finde eigentlich die deutsche Krankenversicherung ganz schön cool halt so. Ne? Also zu gucken, wo haben wir hier auch Errungenschaften? Natürlich waren die Sozialversicherungen sozusagen in geschlechtsspezifischen Hinsicht exklusiv, aber eher zu fragen, wo können wir sozusagen solche Sachen inklusiver machen. Ne? Also das finde ich das nochmal einen ganz wichtigen Hinweis. Ich finde auch den anderen Punkt nochmal wichtig, wo artikuliert sich der Rassismus und werden bestimmte Positionen vielleicht auch gerade in Massenbewegungen gebunden und liegt es daran, dass wir das vielleicht auch nicht mehr haben? Und deswegen ist es, glaube ich, auch der Punkt, mit dem ich eingestiegen bin. Selbst wenn es innerhalb der CDU immer auch rassistische Positionen gegeben hat und auch völkisches Denken, war es trotzdem eingebunden in eine Partei, die nicht komplett dafür gestanden hat. Und ich glaube, die Entwicklung, die wir gerade beobachten, ist nicht, dass wir plötzlich mehr Rassismus in der Gesellschaft haben. Ich glaube, nicht die Gesellschaft hat sich verändert, sondern das Parteiensystem hat sich verändert. Und die spannende Frage ist, warum artikulieren sich die rassistischen Positionen jetzt als eigenständige. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass sie an Bedeutung gewonnen haben halt. Ne? Und deswegen finde ich das nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, wo ist das in welcher Weise eingebunden und was bedeutet das für die Kämpfe? Ja, David hat mir auch schon einen Teil meiner Frage da weggenommen, weil ich ja auch genau nochmal ein Stück weit die Beschreibung aufmachen wollte. Die Analyse würde ich teilen von dir, aber die Frage wäre eben genau, sind nicht, wenn die Leute rassistisch sind, aber bei den Sozialdemokratie oder in Gewerkschaften organisiert sind, trotzdem auch sozusagen dort Teil eines transformatorischen Prozesses. Also wenn ich mir dann die wilden Streiks Anfang der 70er Jahre anschaue, wo es auch ein Stück weit um die Gleichstellung ging von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern mit dem deutschen Facharbeiter, das sind ja genau diese also schon von der Entwicklung her gesehen, solche Emanzipationsprozesse gewesen, wo man gemerkt hat, da muss sich ein Bewusstsein verändern, weil sie eben von mir aus, weil die gleiche Arbeit machen, egal welche Hautfarbe die haben oder wo sie herkommen. Das sind ja schon diese Prozesse und da wäre genau die interessante Frage eben, die du jetzt aber schon ein Stück weit beantwortet hast, inwiefern da diese Massenorganisationen auch einen regulierenden Charakter haben, um
versuchten, Sachen zurückzuhalten. Meine zweite Frage wäre nochmal die, das Bild, was du so als so fordistischen Klassenkompromiss beschreibst, mit Sozialstaaten ähnliches, als sehr männlich und weiß, kannst du das nochmal genauer ausführen, wie du das für den Osten siehst, also für sozusagen den real existierten Sozialismus? Ich bin selber im Osten aufgewachsen, bin immer ähnlich gegangen und zum Moment sind so Fragestellungen wie, gehören Männer oder ja, gehören Frauen nicht dazu, waren im Osten schon was anderes. So bei einer Beschäftigung, auch mit unterschiedlichen Qualitäten, das ist auch bekannt, aber sozusagen bei einer Beschäftigungsquote von 92% der Frauen war ja zwangsläufig so ein Sozialstaat, wie auch immer er war, ja trotzdem auch anders gestrickt als im Westen, wo ja die Frau über den Mann versichert war, was ja sozusagen bekannt ist. Ich kämpfe mich kurz durch zu den nächsten drei Redebeiträgen. Ja, danke auch für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Ich fand etwas, was du gerade in den Kommentaren nochmal gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Und zwar hattest du im Vortrag erstmal gesagt, Rassismus ist eine, oder es gibt rassistische Formationen, die, oder Rassismus muss für sich genommen erstmal verstanden werden und irgendwie als eigene ideologische Formation. Und dann hast du aber jetzt nochmal für mich sehr, sehr wichtig, eigentlich korrigiert in deinen Kommentaren, dass es nicht eine direkte Ableitung von den Produktionsverhältnissen ist, aber dass wir uns doch, wenn wir zu Rassismus sprechen, immer auch die Produktionsverhältnisse angucken müssen. Und das ist nämlich genau das, was wir gerade von, oder was zumindest ich als Bildungstrainerin im Kontext von Rassismus, im Kontext von feministischer Bildung unglaublich wenig sehe. Dass wir wirklich materialistische Rassismusanalysen haben. Wer kennt denn noch einen Peter Schmidt-Egner? Also es ist so, als ob wir die ganze Zeit auch Rassismustheorien und auch Praxen aus den USA, vor allem aus den USA und vor allem aus dem angloamerikanischen Raum hat importieren müssen. Leider waren jetzt auch die Beispiele natürlich auch sofort Black Lives Matter und so weiter, wobei wir natürlich auch deutsche Beispiele haben. Wobei wir Beispiele haben von, und die wurden gerade jetzt in den Kommentaren, also gerade vom letzten Genossen, nochmal unterstrichen, von Arbeiterinnen-Selbstorganisation, von migrantischer Selbstorganisation. Und migrantische oder, also Selbstorganisation bedeutet ja nicht in Exklusion von nicht-migrantischen Menschen, notwendigerweise. Da muss man sich wirklich ganz genau die verschiedenen Bündnispolitiken und die Politiken von gemeinsamer Interessensfindung angucken. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns anschauen und gerade wenn solche Stiftungen wie neorechte Stiftungen, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung und so weiter, die Leute sind, die primär zu Rassismus arbeiten, die genau nämlich so eine Perspektive in die Gesellschaft versuchen halt zu bringen, dass Rassismus eine Sache ist von einem falschen Denken, was man auch nur im Denken bekämpfen könnte. Ja, dann müssen wir dem wirklich gerade von links eine Alternative, eine materialistische Analyse von Rassismus, von den Verhältnissen, die sich nicht in den Produktionsverhältnissen halt verliert und sagt, es ist irgendwie immer nur eine Ableitung. Aber genau dafür, also darüber möchte ich mich gerne stark machen und würde gerade die Leute von euch, die in der Bildungsarbeit sind, die vor allem zu Rassismus arbeiten, bitten nochmal, lasst uns ein bisschen zusammenkommen und da schauen, wie wir da auch uns vernetzen können besser, um dem wirklich eine andere Perspektive zu geben. Eine andere Frage, gerade in einem Kontext, wo gesagt wird, ja, diese ganzen irgendwie elitären Leute, die jetzt irgendwie immer ankommen und alle mal kritisieren und ja, die deutschen Arbeiter, die sind so rassistisch und AfD ist so rassistisch und die sind ja sowieso immer so sexistisch und die Arbeiter sowieso immer, Bauarbeiter vor allem. Finde ich es wichtig, das zwar zu kritisieren, also zu kritisieren, dass dieser Diskurs verschoben wird und gesagt wird, das ist nur so ein elitäres Gehabe, aber de facto erlebe ich das zumindest, dass es auch dieses elitäre Gehabe wirklich gibt. Ich bin genau in diesen auf der einen Seite akademischen Kontexten unterwegs und auf der anderen Seite genau halt mit Jugendlichen, mit Leuten aus meinen Communities und so weiter, die nämlich auch immer wieder herhalten müssen für bestimmte Leute, die ihnen von oben herab erzählen wollen, warum man bestimmte Begriffe heute nicht mehr sagen darf und diesen Begriff darf man nicht sagen und den Begriff darf man nicht sagen und wenn sie sich nicht dem fügen, dürfen sie schon gar nicht mehr in unseren linken emanzipatorischen Räumen teilnehmen. Das heißt, wir müssen diese beiden Dimensionen verstehen und nicht irgendwie jeder junge Mann, der Schlampe sagt, ist mein Feind. Ja, das ist vielleicht auch einfach erst mein Bruder, mit dem ich ein bisschen quatsche und der danach das gecheckt hat und dann gerne mit mir auch einen gemeinsamen Kampf gegen Racial Profiling in seiner Nachbarschaft führt. Aber solche Allianzen bilden sich halt nur ganz konkret im Spezifischen, in diesen konkreten Aushandlungsprozessen und Kämpfen und indem wir gerade die so eine akademische Bildung genossen haben, nicht in dieser arroganten, erhobenen Haltung auf vor allem junge Menschen oder auch von mir aus auch alte Menschen, ja, herunterblicken und sagen so, ja, ihr gar nicht. Also
auch wenn ich die Kritik total verstehe, möchte ich das auch nochmal auf jeden Fall bestärken. Und ich glaube, einen letzten Punkt, den ich besonders wichtig finde, ist zu verstehen, wie auf der einen Seite Ausbeutung und Unterdrückung funktionieren. Und ich glaube, da brauchen wir eine komplett neue Debatte. Es wurde eben gerade auch etwas gesagt Richtung Intersektionalitätstheorie, Class, Race and Gender und die Problematik, Klasse einfach gleichzusetzen zu diesen anderen Konzepten. Das führt jetzt darüber hinaus, aber lasst uns gerne in den nächsten Tagen darüber sprechen, sind das wirklich Konzepte, die einfach nebeneinander stehen und was bedeutet das, so ein bestimmtes Primat von produktiv, also von den Produktionsverhältnissen zu denken. Und eine ganz kurze, nicht Anekdote, aber Perspektive zu diesem ganzen weiße Arbeiterin versus Black Lives Matter und so weiter. Es gibt auch Leute, die sich als weiße Arbeiterinnen radikal organisieren, zum Beispiel Redneck Revolt in den USA, die explizit als revolutionäre Marxistinnen in genau diese weiße, hochrassistische, sexistischen Kontexten reingehen und von dort aus Klassenpolitik machen, die antirassistisch ist, die feministisch ist und die komplett eine andere Perspektive halt mit reingibt. Es ist kein Massenphänomen, aber es ist ein interessantes Phänomen, was man sich angucken kann und sie auch immer wieder trotzdem Alliances finden, trotzdem die Möglichkeit finden, selbst bei den angeblich komplett durch rassistischen, sexistischen und so weiter Arbeitern, gerade durch ihre Politik Anschluss zu finden, weil sie eine Antwort geben, eine andere Antwort als es sind die Schwarzen, es sind die Latinos, es sind die anderen. Deswegen lasst uns nicht ganz vergessen, dass es auch immer noch noch Hoffnung gibt. So, Ines, wie viele Meldungen hast du denn da noch? Wir kommen so langsam mit der Zeit. Zwei. Ich würde bitten, dass in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, wir überziehen gerade ein paar Minuten, die Redebeiträge bitte nicht ganz so lang mehr werden und dann genau, du das, Silke, dann das Abschlusswort hat. Ja, ich versuche es auf jeden Fall kürzer. Ich finde die Analyse auf jeden Fall sehr treffend und kann damit viel anfangen und will, glaube ich, mal ein bisschen von dieser Ebene der Analyse auch wegkommen und mich fragen, was heißt das für politische Praxis und was heißt das auch für Bildungsarbeit? Und ich finde, das ist in dem Vortrag gerade eben schon mal aufgekommen, nämlich eigentlich, wie lernen wir Solidarität? Und ich finde, was mit diesen Differenzkategorien, die da jetzt irgendwie aufgeschrieben wurden, irgendwie rauskommt, ist nämlich eine sehr exklusive Solidarität. Leute kämpfen eigentlich nur so für die eigenen Belange und Solidarität ist für mich irgendwas, was nicht nur bei eigener Betroffenheit stattfindet, sondern auch die Betroffenheiten anderer mit einschließt. Und das finde ich irgendwie so ein ganz schwieriges Feld, weil ich mich so ein bisschen frage, wie lernen wir das eigentlich? Und das lernen wir auch nicht, wenn wir mit den Leuten Text lesen. Das lernen wir irgendwie in Auseinandersetzungen, würde ich sagen. Und als Beispiel, wir haben lange, oder es passiert auch immer noch, aber den Streik von Amazon in Leipzig mit unterstützt und haben dort mit den Leuten versucht, einen Tarifvertrag umzusetzen. Und das fanden die auch irgendwie cool. Das hat auch geklappt, mit das an Bewegungen anzuschließen. Und dann gab es das Phänomen Legida in Leipzig. Rassistische Mobilisierung und die Belegschaft, die streikende Belegschaft hat sich genau aufgespalten in zwei Lager, nämlich die Leute, die zu Legida gegangen sind und die Leute, die auf die Gegenproteste gegangen sind und da bleibt bei mir so ein bisschen der fade Beigeschmack von, wenn ich eigentlich davon ausgehe, dass wir Solidarität lernen können, indem wir gemeinsam für etwas kämpfen, dann bleibt sie doch in diesem Punkt sehr, sehr exklusiv, weil sie dann da nicht weitergegangen sind und das war ein längerer Prozess, also wir haben schon anderthalb Jahre Streiksupport gehabt, dann kam Legida, das heißt, da konnten wir überhaupt nicht aufbauen und das hat auch dazu geführt, dass diese Streikbildung sich darüber auch total gespalten hat und ich glaube, das ist ein reales Problem in Auseinandersetzungen, ich glaube, da gibt es tausend Beispiele, wo diese Unterschiede immer wieder auftauchen und wo wir uns auch immer fragen müssen, was heißt Solidarität und schließen wir die Leute dann einfach nur aus, ich wäre erstmal auch total dagegen, aber es bleibt trotzdem das Problem, wie machen wir das mit denen eigentlich und wo sind da auch Grenzen drin und wie lernen wir das? Ja, ganz kurz nur Dankeschön für das tolle Referat. Ich wollte vier Punkte nennen. Also einmal zum Thema, ganz schnell, aber nur zum Thema Rassismus als positives Beispiel, ein Bündnis wie Schule ohne Rassismus, das ja eben in verschiedenen Schulen der Bundesrepublik vertreten ist und auch andere Themen mit einbezieht. Und das zweite wäre soziale Bewegungen, wie zum Beispiel Menschenrecht auf Wohnen. Ist das nicht eine Möglichkeit für Erfahrungen hier in Berlin, wo eben
diese intersektionalen Kämpfe praktisch gelebt werden können. Und drittens, Dankeschön auch für diese Bemerkung für die Frauenkämpfe oder Inspirierten aus Bolivien. Da kam eben auch das Wort Menschenrechte. Für mich ist die Frage, ob das nicht auch ein guter Bezugspunkt ist, ganz konkret vom UNO-Menschenrechtssystem, auch im Bildungsbereich. Und das vierte wäre einfach nur die ganze, was kam da auch ein bisschen durch, ich denke, so Menschen, auch die Rassisten sind, sind hybride Wesen, also sehr gemischt im Inneren. Wie ist es möglich, deren Gefühle so anzusprechen? Das ist auch eine Machtfrage, natürlich von Gegenmacht, aber es ist auch eine Frage, denke ich, von einer Beeinflussung im guten Sinne. Wie ist es möglich, auch durch solche Kämpfe oder durch anderes, deren Gefühle auch anzusprechen und sie demgemäß umzudrehen, sozusagen? Dankeschön. Okay, ja, vielen Dank für die Fragen und Kommentare. Ich kann jetzt natürlich nur auf ein paar wenige Sachen Bezug nehmen. Das möchte ich aber tun. Ganz kurz vielleicht noch ein Punkt, weil der aufkam, der scheint mir jetzt mit Blick auf Ost und West nochmal wichtig. Ne? Du hattest das gesagt. Klar ist jetzt diese Idee sozusagen des weißen männlichen Klassenkompromisses schon etwas, was jetzt kennzeichnend für den Westen war. Ich glaube, man darf aber nicht vergessen, bei aller Erwerbstätigkeit von Frauen im Osten, bei allen Unterschieden gab es eben auch das, was Mutti-Politik hieß oder was zu Recht so genannt wird, sodass wir auch dort gesehen haben, ne, dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gerade im häuslichen Bereich doch auch sehr ungebrochen in bestimmten Bereichen war. Ne? Und trotzdem sehen wir ja auch bis heute, dass es Unterschiede in Sorgearrangements gibt, die darauf zurückgehen. Ich möchte aber vor allem, das mit den materialistischen Rassismusanalysen würde ich sofort mitgehen. Ne? Deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass es nochmal die Gelegenheit gab, das zu differenzieren. Ne? Wenn ich mich gegen die Ableitung wende, dann will ich die Phänomene nicht aus sich heraus erklären, sondern sozusagen aus dieser einseitigen Ableitung rausziehen. Ich würde gerne so noch zwei Komplexe, die kamen, verbinden. Denn einerseits hatten wir ja gerade schon die Diskussion darüber, inwiefern ist es vielleicht in den Massenparteien oder Bewegungen des 20. Jahrhunderts gelungen, bestimmte sozusagen Rassismen einzuhegen oder inwiefern hat die kommunistische Partei dazu beigetragen, dass der Rassismus zwar da war bei vielen Parteimitgliedern, aber keine Artikulationsform gefunden hat. Und das finde ich ist eine spannende Frage, die aber zugleich natürlich auch die Frage aufwirft, hat das nicht denjenigen, die in diesen Kontexten waren und die von Alltagsrassismen oder Alltagssexismen betroffen sind, auch eine ganze Menge abverlangt, was genau deshalb wiederum auch ging, weil bestimmte Formen sozusagen von Diskriminierung noch nicht sprechbar waren oder eben auch gerade in diesen Strukturen nicht artikuliert wurden. Ich glaube, das muss man auch mitdenken, wenn man jetzt sozusagen diese starke absorbierende Kraft stark macht. Und das wirft die Frage auf, die jetzt mehrfach angesprochen wurde und die ich die am Ende eigentlich entscheidende finde, auf die ich keine Antwort habe. Das ist immer die Frage, wo sind die Grenzen? Was ist akzeptabel? Also um welche Leute ringe ich? Wo sage ich, das ist okay für den gemeinsamen Arbeitskampf? Und wo sage ich, nee, hier nicht mehr? Und da würde ich tatsächlich sagen, und das schließt an mehrere Beiträge an, dass ich sagen würde, in Teilen der akademischen Linken werden diese Grenzen zu schnell gezogen. Das würde ich definitiv sagen. Und definitiv auch sozusagen auf einer begrifflichen Ebene immer wieder auch Debatten zu finden, finde ich gerade häufig in Kontexten, die so die auch durch die Critical Whiteness-Diskussionen geprägt sind, wo Leute schon draußen sind, wenn sie in den falschen Terminologien debattieren. Also von daher glaube ich auch, dass es hier durchaus einen elitären Duktus in einigen der akademisch geprägten linken Debatten gibt, der diese Grenzen so früh zieht, dass der Kreis derjenigen, die übrig bleibt, sehr, sehr klein ist. Also das würde ich definitiv als ein Problem sehen und das auch als einen super zentralen Ansatzpunkt für Bildungsarbeit, gerade für antirassistische Bildungsarbeit. Da scheint mir das noch ausgeprägter zu sein als für den Bereich Antisexismus und Feminismus. Und die Frage, die man sich eben nur stellen kann, und da habe ich auch jetzt viele kontroverse Diskussionen auch schon mit GewerkschafterInnen drüber gehabt, wo ist die Grenze? Was ist mit den Leuten, die sich im Betriebsrat auch für die polnischen Leiharbeiter einsetzen und engagieren und danach aber zur Pegida-Demo fahren. Wie geht man damit um? Und das sind, glaube ich, die zentralen Fragen. Aber ich glaube, dass sich Teile der Linken schon viel, viel, viel früher abschotten. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das würde ich ganz so sehen. Aber es gibt ja noch den ganzen morgigen Tag, um weiter zu diskutieren. Vielen Dank.